Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu Let's Play Geheimakte 3. Endlich geht die Story um Nina und Max weiter. Und ich habe es schon auf der Gamescom angespielt und ich war echt super begeistert. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die lieben Leute von Deep Silver, dass ich das Spiel jetzt schon spielen darf und das Let's Play auch vor dem 31.08. raushauen darf. Vielen Dank dafür, freut mich sehr. Und hier sehen wir schon die Nina, die sich optisch ein bisschen verändert hat. Auch die Stimme ist jetzt eine andere, aber ich muss sagen, die klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ich denke, wir werden uns da alle schnell dran gewöhnen. Jetzt will ich auch gar nicht viel quatschen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Möchten Sie ein individuelles, speziell für Sie erstelltes Hauptmenü? Ja, sehr gerne. Um Ihnen Ihr ganz persönliches Hauptmenü erstellen zu können, möchten wir Sie um die Beantwortung folgender Fragen bitten. Sie erhalten eine Freikarte fürs Kino. Für welchen Film entscheiden Sie sich? Ja, E.T. ist natürlich sehr cool, Schweigen der Lämmer eigentlich auch, Dirty Dancing nicht so, Rocky auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich nehme Harry Potter. Oder? Nee, doch, ich nehme Harry Potter. Frage 2. Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten? Am Computer spielen, Sport, lesen, basteln, schlafen, Fernsehen, malen, sonstiges. Eigentlich ja am Computer spielen, aber auch lesen. Ich nehme mal einfach lesen. Haben Sie ein Lieblings-Adventure-Spiel? Ja, da habe ich viele und die sind sogar fast alle hier aufgeführt. Wie passend, dass auch das schwarze Auge hier steht. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Geheimakte 1. Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Den Winter. Herzlichen Dank, Ihr ganz persönliches Hauptmenü wurde erstellt. Und da sehen wir es auch schon. Da sitzt die Nina, wie wir sie kennen. Ach, ich freue mich auch so, dass ich das jetzt endlich spielen kann. Und ja, warum da jetzt ein Footballspiel ist, weiß ich nicht unbedingt, wenn ich mich für Harry Potter entschieden habe. Ich sehe hier auch gar nichts, was auf Harry Potter hindeutet. Also der Lebkuchenmann, klar, Weihnachten. Der Weihnachtsbaum, hier oben dieser Adventskranz. Der Kicker, ja, okay. Bücher sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Gut, was haben wir denn hier alles? Hotspots anzeigen. Ach so, da ist Cinema, die Credits, neues Spiel. Optionen, mal eben kurz reingucken, da ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Dann würde ich sagen, wir starten doch direkt mal ein neues Spiel. Also, viel Spaß bei Geheimakte 3. M-Hotep, hier bin ich. Habt ihr mein Gold? Die andere Hälfte, wenn der Auftrag erledigt ist. Vorwärts! Sichert auch die Bibliothek! Bei Anubis. Wo sind sie hin? 40 Deben. So viel Gold fürs Vernichten von ein paar Papyrusrollen. Leicht verdienter Lohn. Gerade in dieser Zeit, wo der Krieg in den Straßen das Leben vieler meiner Brüder fordert. Diese Narren. Im Namen von Achillas kämpfen sie. Aber es gibt keinen Herrn, für den zu sterben sich lohnt. Im Schatten der Bibliothek wird mich niemand beim Überwinden der Mauer sehen. Aber ich sollte mich beeilen. Ja, und da werden wir auch direkt ins Geschehen geworfen, befinden uns hier in Alexandria und müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, um in die Bibliothek zu kommen. Ein paar Gegenstände haben wir schon im Inventar. Mal gucken, ob wir uns die Karte anschauen können. Eine Karte der Bibliothek. Die Papyrusrollen sind in einer Kammer neben dem Hauptlesesaal. Ah ja, okay. 40 Deben Gold. Die Anzahlung für meinen Auftrag. Damit werde ich die Papyrusrollen in Brand stecken. Ach gut, gut, dass er das schon weiß. Ein festes Seil. Wo selbst der geübteste Kletterer nicht mehr weiterkommt, hilft die richtige Ausrüstung.
Dann versuchen wir doch einfach mal direkt das Seil mit dem Wurfhaken zu kombinieren. Eine meiner leichtesten Übungen. Und wie man sieht, das Inventar ist immer noch das gleiche, wie es auch bei Teil 1 und 2 war. Diese Aufgabenhilfe gibt es immer noch. Im Endeffekt hat sich da nicht viel verändert, was auch gut so ist, finde ich. Da geht's zur Stadt. Seit Achilles mit seinem Heer einmarschiert ist, wird in der Stadt gekämpft. Caesar hat sich mit seinen Truppen im Palast verschanzt. Das Geschrei der Sterbenden wird noch lange die Straßen erfüllen. Ich sollte das Durcheinander nutzen und mich meinem Auftrag widmen. Ja, das werden wir auch gleich tun. Huch, was haben wir da? Mauer. Dahinter liegt die Bibliothek von Alexandria. Dort befinden sich die Papyrusrollen, die ich vernichten soll. Möge Ra mir beistehen. So, mehr haben wir gar nicht. Was ist das? Nochmal die Mauer. Dahinter liegt die Bibliothek. Dort befinden sich... Ja, okay. Die Mauer bietet genug Halt. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, der mich nach oben führt. Ach, jetzt müssen wir also hier nach oben klettern, okay? Ja, ganz schön viele Auswahlmöglichkeiten. Ich versuch's einfach erstmal hier. Dann arbeiten wir uns langsam nach oben. So, jetzt mal rechts rüber. Kommt er da dran? Ja. Aber ich glaube, von hier kommen wir schon nicht weiter. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Ach, okay. Also nochmal runter. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. So, darunter. Der flackert immer so ein bisschen, wenn er sich festhält, oder bilde ich mir das gerade ein? Das war gestern, ich muss ja mal zugeben, ich habe natürlich schon angetestet, wie das hier funktioniert und ich meine, das war gestern nicht so. Ob das jetzt an Fraps liegt? Gut, ich mache erstmal weiter, den genauen Weg hier weiß ich nicht mehr. Aber wir könnten da rechts, dann nach links... Einfach mal ausprobieren. So. Die Frage ist, ob er jetzt darüber kommt. Ich kann diese Spalte... Nein, kommt er natürlich nicht. Dann wird er wahrscheinlich auch da nicht rüberkommen. Oder er könnte vielleicht hier lang... Ich kann diese Spalte von hier... Ja, okay, das klappt nicht. Aber so. Gut, und jetzt nach ganz links. Die Musik ist auch cool im Hintergrund. Erinnert so ein bisschen an Aladdin. So, da noch hoch. Und nach rechts. Und die Mauerkante erklimmen. Mauern halten mich nicht auf. Und Wachen schon gar nicht. Solange sie mich nicht bemerken. Der Bursche muss weg. Am besten ohne Aufsehen. Gut, ohne Aufsehen. Der Hintereingang der Bibliothek. Ach, okay. Verflucht. Die Pferde haben mich gewittert und werden unruhig. Solange dort eine Wache steht, verlasse ich die Schatten nicht. Gut, von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Ach, von da oben. Okay. Ist dahinter dann... Ach so, das ist ein Innenhof. Klar. Ich habe jetzt gerade überlegt, was kann das für ein Raum sein? Aber wenn hier der Stall ist, wird das so eine Art Innenhof sein. Gut, eine Schlange. Kann er da hinschleichen? Sie ist lautlos und tödlich. Genau wie ich. Möge das Gift von Apophis nicht in meine Glieder dringen. Mit bloßen Händen wage ich sie nicht zu greifen. Da haben wir doch bestimmt was im Inventar, oder? Nee, haben wir nicht. Wache, Tür. Lederbeutel, ach klar. Ein lederner Futtersack. Den müssen wir uns natürlich noch holen.
So, jetzt packen wir einfach mal die Schlange da rein. Ihre Giftzähne bringen den sicheren Tod. Zum Glück ist das Leder dick genug. Aber finde ich auch super, dass der direkt weiß, dass das Leder dick genug ist. So, Beutel mit Schlange. Und die werfen wir doch jetzt einfach mal durchs Fenster. Die armen Pferde. Pferde fürchten Schlangen. Der Kampflärm scheint die Pferde heute besonders nervös zu machen. Wenn sie sich verletzen, bekomme ich Ärger. Ruhig, ganz ruhig. So, jetzt aber schnell da rein. Ich hätte noch die Stalltür zugemacht, damit er auch bloß nicht rauskommt. So viele Schriftrollen. Weinamphoren wären mir lieber. Dort hinter der Tür, am anderen Ende des Raums, befindet sich das Ziel meines Auftrags. Ich hab's fast geschafft. Bei Horus. Müssen die denn gerade jetzt auftauchen? Ich muss auch an ihnen vorbei. Ach, das war ja klar, dass ausgerechnet in dem Moment hier die Wachen in die Bibliothek kommen. So. Menes Ra, ist er das? Weil wenn ich da draufklicke, passiert nichts. Na gut, okay. Die Balken verlaufen durch den ganzen Raum. Dann gehen wir doch einfach mal über die Balken. Bei Anubis. Dieser Balken ist morsch. Ich kann ihn nicht überqueren. Oh, okay. Dann gehen wir besser hier lang. Und da lang. In der Hoffnung, dass die beiden uns nicht bemerken. Die zwei Wachen stehen zu weit auseinander, um sie gleichzeitig zum Schweigen zu bringen. Ich muss mich also vorbeischleichen. Gut. Einfach mal weiter. Ein Banner? Ein Banner aus Leinenstoff. Ach, das nehmen wir doch direkt mal mit. Der Leinenstoff könnte nützlich sein. So. Weiter. Hier rüber. Oder auch nicht. Das Knarren des Holzes hätte mich fast verraten. Dann hier unten her. So, das ist doch jetzt die Tür nach draußen. Hinter dieser Tür befindet sich das Lager mit den Schriftrollen, die ich vernichten soll. Ja, dort will ich hinein. Aber ich kann hier nicht unbemerkt nach unten klettern. Kannst du vielleicht nach oben klettern? Diese Öffnung muss in den Lagerraum führen. Der Lärm, den ein solcher Sprung verursacht, würde mich verraten. Können wir das denn irgendwie dämmen? Vielleicht mit dem Tuch? Ich werde das Leinen in Streifen reißen und den Wurfhaken damit umwickeln. Ach, alles klar. Und jetzt schwingst du dich voller Elan da rein. Das könnte klappen. Der umwickelte Haken wird kaum Lärm machen und ich kann mich am Seil zum Fenster hangeln. Jetzt noch die Brandsätze zünden und dann so schnell wie möglich raus hier. Gut, Brandsätze zünden. Tongefäße, Tongefäße, Tongefäße. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Ich stelle niemanden. Trotzdem wüsste ich zu gern, was auf diesen Papyrusrollen steht, dass ihre Vernichtung meinen Auftraggebern so viel Gold wert ist. Ach, er macht das direkt automatisch, okay. Jedes Gefäß trägt das herrschaftliche Siegel. Bei Ra. Nur ein Papyrus mit Zahlen und Zeichnungen. Was soll daran so wichtig sein? Vorwärts! Wenn der Eindringling auch nur eines der Tongefäße in die Finger bekommt, werden wir alle an die Krokodile verfüttert. Wir müssen ihn finden. Los, ihr drei nach links. Der Rest kommt mit mir. Haltet eure Waffen bereit. Ich sollte mich beeilen. Mein Eindringen ist wohl kein Geheimnis mehr.